Hallo meine lieben Freunde, willkommen zur nächsten Partie, die wir hier spielen von unserem Zombie-Deck und wir würfeln erstmal eine 20. Ich würde sagen, hoppla, da hat er das nicht drin, iPlay, wir werden auf jeden Fall anfangen. Okay, nicht aller die beste Hand, aber wir keepen auch mal. Sehr, sehr schön. Viele Mechaniken drin, auch viele Sachen, die man so hier automatisch immer nur hier noch markieren, da noch was machen muss. Ansonsten ein sehr schön konstantes Deck. Kommt into place. Sacrifice search your library for a basic land, put it into your hand, then shuffle your library. Okay. So, dann darf er. Wir machen mal wieder unsere Zombies stark mit dem Mimik. Das ist der Grund, warum auch der Mimik tatsächlich im Wert momentan steigt. Mono Black Zombies ist in den Top 8 drin. Jeder will momentan so ein Mimik haben. Preis geht nach oben. Kennt ihr ja Pro Tours. So, was hat er sich gut? Ein Island. Da ist es Island. Noch ein und... da ist er tot. Schade. Go. Können wir uns gleich einen Zombie-Token machen? Ich weiß nicht, was der Gegner spielt. Das ist gerade so mein Problem. Eldrazi. Da mache ich es mal anders. Ein von den discard ich. Und mache mir einen Spielstein. Der kriegt minus 4, minus 4. Mhm. Dickes, fettes Land, alles klar. Na gut, ich hätte mit dem auch noch mit angreifen können, dachte ich gerade. Ich kann ja eh nicht tappen für eine Karte. Doof gewesen. Hätte ich einen Schaden mehr machen können. Ah, okay. Okay. Mana, Mana, Mana. Mana, Mana. Mana, Mana, Mana. Mana, Mana. Den brauche ich wahrscheinlich nicht. Wir sollten auf jeden Fall ein bisschen den Speed erhöhen. Ach komm. Der wäre eigentlich schon tot, ne? Oder fast. Ja, der hätte noch drei mehr, wäre auf fünf runter. Er hat ganz schön viel Mana. Er hat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3 Damage da verschießen. Und ciao. Schade. Kein schwarzes Mana offen gehabt. Aber es ist immer noch keine Kreatur. Er hat keine Kreatur hier liegen. 8 hat er, ne? 2, 4, 7 wären es wieder nur.
Genau das wollte ich auch nur. Okay. So. Okay, also, wir haben dieses fette Schiff, das könnten wir aus seiner Hand ziehen. Die Frage ist, was nehme ich raus? Ich habe das Gefühl, er hat relativ wenig Kreaturen drin. Zumindest kaum welche, die klein sind. Die hat er nämlich nicht. Und ich glaube, dass die Mastery hier auch ein bisschen zu langsam sein könnte. Ich würde dafür lieber ihn nochmal reinpacken. Einen. Mal gucken, so ein bisschen randommäßig. Und dann würde ich mal sagen, geht's dann los. Dann müssen wir gleich mal gucken, was das Schiff kann. Sky Sovereign. Okay, Sky Sovereign. Halten wir das? Ja, komm, wir probieren es mal. Wir haben was für einen First Turn und naja, ein bisschen später. Das ist aber nicht so gut nachgezogen. Na gut, noch weiß er es nicht. Noch können wir spielen, aber spätestens in der nächsten Runde, glaube ich, wird das sehen, wenn wir in Turn 2 einfach nichts legen. Yeah, immer mitten in die Fresse rein. Erst ihn und dann ihn. Dann kriegen wir jetzt noch einen Zombie-Token. Oh, holt sich das Mana. Oh, jetzt haben wir ihn gelegt, okay. Er weiß hoffentlich, dass es jetzt böse wird. Er will kein Land ziehen, okay. Das heißt, er wird noch ein paar mehr Länder auf der Hand haben. Oder ein bisschen mehr Mana. Ätzend. Mega ätzend, dass der jetzt gestorben ist. Aber immer schön konstant Druck aufbauen. Immer weitermachen, niemals aufgeben. Das ist das 5 Mana 3 Damage Schieß Artefakt. Kann er den schon casten? Kostet wie viel? Ja, okay, das hat er. 5, 8. Ja, shit. Colossus Deck. Sieht nicht gut aus, meine Freunde. Sieht nicht gut aus. Haben die Haste? Oh. Ah. Ah, okay. Da komme ich nicht mal raus aus der Nummer. Auf ein neues. Verstehe, verstehe. Lag ich aber gar nicht mal so falsch. Lag ich gar nicht mal so falsch mit dem, was wir machen. Das Problem ist, wir brauchen die hier dann überhaupt nicht. Wir werden... Das ist Schwachsinn. Removal? Okay. Oh, das sieht gut aus. Ich muss mal gucken, wie der Kolossus hieß.
Metalwork Colossus, okay. Metalwork Colossus, das merken wir uns. Metalwork Colossus. Metalwork Colossus. Ich glaube, dann haben wir gewonnen, wenn wir das mit Lost Legacy rauskriegen. Hat er gemacht, dann darf er. Ich versuche die so schnell wie möglich zu spielen. Ich muss nur ein Land ziehen. Aha. Okay. Wenn ich jetzt wandern. Metalwork Colossus. Verdammt, uns fehlt ein Mana. Das gibt's doch nicht, dass wir das nicht hinkriegen, das Mana zu ziehen. Ja! Puh. Verdammt. Ah, der ist ja super nett. Ein super netter Spieler. Oh mein Gott. Flink hat er auch noch. Und ein Counterspell. Nice person. Das ist ja scheiße. Nicht-Artefakt dran. Habe ich überhaupt nicht gedacht. Und da steht da sogar das dritte fette Wort, ey. Wir machen das schön mit der Hand alles und müssen wie immer reingehen. Na, mal gucken, ob ich gleich tot bin. Ja, drei Stück von deinen. Dark Salvation ist gerade überhaupt nicht gut. Überhaupt nicht. Gar nicht. Könnten natürlich einen Zombie einproduzieren.
So, muss ihn ja nochmal loben. So, dann ich hoffe, es hat euch aufgefreut. Das ärgert mich am meisten mit Lost Legacy. Gut, kann man nichts machen. Trotzdem hoffe ich, es hat euch gefreut und ich hoffe, dass wir uns dann auch in der nächsten Folge wiedersehen. Wenn es euch gefreut hat, danke, bis zum nächsten Mal, Daumen nach oben und auf Wiedersehen. Tschüss, tschüss.